Hallöchen. Dies ist das Video für alle Schokoladenliebhaberinnen und Liebhaber. Wenn du total zufrieden bist mit deinem Schokoladenkonsum, dann kannst du jetzt einfach abschalten. Dann freue ich mich, dass du deine Schokolade genießen kannst. Und wenn du aber das Gefühl hast, dass du daran etwas verändern möchtest, weil es vielleicht zu viel ist oder nicht ökologisch oder was auch immer du für vielleicht so ein ungutes Gefühl in dir hast, dann schau gerne das Video weiter. Und zwar möchte ich zwei Punkte ansprechen, die beim Schokoladenkonsum total wichtig sind. Und weil für viele das vielleicht noch am nähersten ist, fange ich mal mit dem Gesundheitsaspekt an. Schokolade, die herkömmliche Schokolade, die man so im Supermarkt kaufen kann. Ich weiß nicht, ob du das Phänomen kennst. Ich kannte das von früher oder kenne das von früher, dass ich halt, wenn ich eine Tafel angefangen habe, die ganze Tafel aufgefuttert habe. Und das liegt daran, dass da halt Industriezucker drin ist. Und dass ein Suchtstoff ist, beziehungsweise auch durch die Kombination von diesen vielen Zutaten, die in so einer Schokolade drin sind, die führen dazu, dass dein Körper die einfach nicht so gut oder so als Suchtstoff diagnostiziert. Ich habe auch eine ganze Serie davon gemacht, über meine Zuckersucht, wo auch Schokolade dazu gehört, wo ich halt wirklich viele Schokoriegel, viele Schokolade hintereinander weggegessen habe. Und ja, wenn du mehr auf deine Gesundheit achten möchtest und natürlicher dich ernähren möchtest, dann empfehle ich dir Schokoladensorten, die entweder gar keine Milch enthalten oder zumindest einen sehr hohen Kakaoanteil haben. Also da sind rein pflanzliche Schokoladen zu empfehlen und dann auch die Schokoladen, wenn du die Inhaltsstoffe liest und du brauchst kein Wörterbuch dazu, dann sind das gute Schokoladen. Also wenn da Kakao drin ist, wenn da Kokosblütenzucker drin ist und ja, also so Stoffe, die man halt auch wirklich kennt und die in der Natur so vorkommen, ohne dass da irgendwelche Geschmacksverstärker oder irgendwelche Aromen oder sowas drin sind. Ja, also das, die Natürlichkeit der Inhaltsstoffe ist da total wichtig. Und ich habe auf meiner Seite habe ich so ein paar Schokoladensorten zusammengetan, aufgelistet, die da zum Beispiel in Frage kommen. Und genau, der Industriezucker in den Schokoladen ist auch deshalb nicht so gut, weil er halt den Insulinspiegel ansteigen lässt. Und dadurch fördert der erhöhte Insulinspiegel erhöht die Fressattacken, also dass man immer mehr will. Ja, das genau. Und der zweite Aspekt, den ich erwähnen möchte, ist, eben habe ich über deine Gesundheit gesprochen oder dein Wohlbefinden, dein körperliches und seelisches Wohl. Und der zweite Aspekt ist, wenn wir über den Tellerrand schauen, dann gibt es da einige Dinge zu beachten beim Kauf von Schokolade. Und zwar ist es heutzutage immer noch so, dass bei der Kakaogewinnung, ja, mit den Kakaobohnen, dass da Kindersklaven zum Einsatz kommen. Also Kinder werden entführt und ohne Bezahlung auf den Kakaoplantagen müssen die da arbeiten. Ich verlinke dir unten in der Infobox mal eine Dokumentation, die da auf Arte gelaufen ist. Also es ist wirklich wichtig zu recherchieren, wo kommt der Kakao für deine Schokolade her. Und ein anderer Aspekt ist, viele herkömmliche Schokoladen sind noch mit Aluminiumfolie eingepackt. Und ich meine, in Deos ist mittlerweile schon bekannt, dass es halt giftig ist. Und ja, auch die Aluminiumgewinnung ist einfach wirklich für die Erde total schlecht, weil bei der Aluminiumherstellung die Nebenprodukte, die da entstehen, sehr giftig sind und man weiß nicht, wohin damit. Ja, die werden dann zum Teil, weil die Aluminiumgewinnung oft in Regenwaldregionen sind, die werden dann einfach dorthin geschüttet und da gehen die Wälder kaputt.
Und die Aluminiumgewinnung und Herstellung ist ein sehr giftiger Prozess und die Menschen, die dort arbeiten, die werden nach wenigen Jahren, werden die schwer krank. Ja, und das ist einfach, also wenn du darauf achtest beim Kauf, dass die Schokolade halt nicht in Aluminiumfolie eingepackt ist. Und ich meine, Alternativen, die ich gesehen habe, sind halt, dass dann Plastik verwendet wird, ist jetzt auch nicht so ideal, aber schon besser als Aluminium. Und es ist einfach gut, darauf zu achten, dass die Schokolade Fairtrade ist, also dass quasi darauf geachtet wird, dass die Schokoladenbauern fair bezahlt wird und wie gesagt, Schokolade kaufen, wo keine Aluminiumfolie drum ist. Bei den Schokoladen auf meiner Webseite, da ist eine kompostierbare Folie drum, also es ist kein Plastik. Und das finde ich richtig, richtig gut. Und auch das Papier könnte zum Beispiel aus Recyclingmaterialien sein. Darauf kannst du auch achten. Also das sind richtig wichtige Punkte, wo du über den Tellerrand schauen kannst und dafür sorgen kannst, dass du die Schokolade wirklich in vollen Zügen genießen kannst. Ja, wenn du A, auf die guten Zutaten achtest und auf Fairtrade und was für Bestandteile in der Verpackung und so sind. Regional ist natürlich auch toll, wenn die nicht so weit transportiert werden muss, was bei Kakaobohnen eh schon der Fall ist. Aber vielleicht die anderen Zutaten, dass sie halt nicht von so weit weg herkommen. Also, wenn du auf diese Sachen achtest, dann kannst du die Schokolade vielleicht auch noch mehr genießen. Ich bin mittlerweile da angekommen, dass ich mir einfach rohe Kakaobohnen kaufe und zum Beispiel in eine Dattel reindrücke oder mit Aprikose, das schmeckt wunderbar lecker. Dann produziere ich sozusagen weniger Abfall, weil ich halt die Kakaobohnen ich kriege mehr raus aus der Packung Kakaobohnen und Aprikosen, als wenn ich jetzt eine Tafel kaufe. Ich habe auch ein Schokoladencreme-Rezept, das verlinke ich dir mal oben in der Infobox. Und vielleicht magst du das auch mal nachmachen. Und ja, wenn du noch irgendwelche Tipps hast, dann lass gerne einen Kommentar da. Gib mir gerne einen Daumen nach oben, wenn du das Thema unterstützt. Teile das gerne bei Facebook oder in den sozialen Netzwerken, wo du unterwegs bist. Und ja, lasst uns wirklich die Schokolade zu einem Genussmittel werden. Und dass es allen dabei gut geht. So, ja. Also, ich wünsche dir alles, alles Liebe und freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder einschaltest.